Es regnet hier im Etihad Stadium, Schmuddelwetter also, aber die Stimmung ist trotzdem bestens und damit herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der Premier League. Manchester City gegen Bournemouth. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. Manchester City wurde ja schon im Jahr 1880 als West Gorton St. Marks gegründet. Seinen heutigen Namen erhielt der Verein erst 14 Jahre später im Jahr 1894. Und heute gehören die Citizens zu den besten Teams der Insel. Nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung sind natürlich die Investoren aus Abu Dhabi, die seit 2008 die Finanzkraft des Vereins erheblich gesteigert haben. Spiel geht los hier im Etihad Stadium. Die erste Spielhälfte beginnt. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Aymeric Laporte spielt mit Ruben Dias in der Abwehr. Kevin De Bruyne steht mit Rodri im Zentrum. Und im Sturm ist Erling Haaland. Jetzt ist er durch. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Philipp Billing. Sie verlieren den Ball. Wir blicken auf die Statistiken zu diesem Spiel, Buschi, und da wird es interessant. Auf der einen Seite sehen wir den besten Sturm und auf der anderen Seite sozusagen das genaue Gegenteil. Nämlich die schlechteste Abwehr. Gab ja Stimmen in den Medien, die sagten, das Spiel brauchen wir eigentlich gar nicht zu spielen, ist ja eh klar, wie das läuft. Ich wäre da ja ein bisschen vorsichtig. Sowas kann ganz schnell zu einer faustdicken Überraschung führen. Manchester City mit der Balleroberung. Haaland. Philipp Billing. Den Zweikampf führt er sehr gut. Er holt sich vorne den Ball. Netto hält. Ja, vielversprechende Aktion. Da muss er hin und holt sich den Ball. Gündoğan. Haaland. Den Ball holt er, gut verteidigt.
Haaland. Da fehlen Zentimeter. Und damit sind sie am Ball. Erling Haaland. Kevin De Bruyne. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann zieht Kevin De Bruyne ab. Eiskalt, präziser Schuss. Also meiner Meinung nach unhaltbar, das Ding hier aus der Halbdistanz. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Philipp Billing. Jefferson Lerma. Bommers, das sind natürlich richtig gute Pässe. Klasse Chance jetzt. Schuss! Ah, gut gemacht jetzt von Ederson. De Bruyne am Ball. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Sie versuchen es. Ederson ist zur Stelle. Erling Haaland. De Bruyne. De Bruyne mit der Riesenchance. Ja, klasse. Ball erstmal weg. City ist knapp vorne, aber diese Ecke, das kann vielleicht die Chance sein, sich hier weiter abzusetzen. Kurze Ecke jetzt. Das macht er sicher. Es gibt einen weiteren Eckstoß. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Rodri. Gut verteidigt. Kann sich dann nicht mehr helfen. Klar, Ball im Aus. Kyle Walker. Rodri. Haaland. Da erobert er den Ball. Und der Ballverlust. Kurz vor der Pause können wir schon mal ein erstes Fazit dieser ersten Spielhälfte ziehen. Für City läuft, sie sind knapp vorne. Es ist eine verdiente Führung aus meiner Sicht. Mit einem Tor sind sie vorne, machen viel richtig, stehen gut, haben klasse Ideen. Ich glaube, wenn sie so weitermachen, dann kann es den erhofften Sieg geben. Er hält erst einmal den Ball. Wieder verlieren sie den Ball. Nun Gündogan. Haaland. Philipp Billing. Vielleicht die Konterchance. Das macht er gut. Zwei Minuten werden nachgespielt. Philipp Billing. Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter.
So, Ecke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Da passt der Klasse auf. Pause. Die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Aber jetzt legen wir erstmal eine kurze Pause ein. Spiel geht los. Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Blockt den Schuss erstmal ab. Gebe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Da ist Platz für den Konter. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Haaland. Gute Aktion jetzt. Gehalten, da zeigt er sein Können. So, Buschi, wir schauen runter an die Seitenlinie. Pep Guardiola wechselt. Jawohl. Ilkay Gündoğan verlässt den Platz und Bernardo Silva kommt rein. Technisch stark. Die kurze Variante. Nächste Ecke jetzt. Kurze Ecke. Jetzt die Hereingabe von De Bruyne. Kennen wir besser von ihm, aber das hat die Abwehr gut gemacht, haben ihn klasse zugestellt. Freistoß jetzt für Manchester City. Er bekommt die Unterstützung. So, Manchester City darf jubeln. Zwei Tore beträgt die Führung. Jetzt sieht also gut aus. Wie er den trifft, nahezu perfekt. Da gibt es kaum was auszusetzen. Ach, da gibt es nichts auszusetzen. Das war ein Kracher. Unhaltbar. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Jetzt können sie kontern. Klasse Aktion da.
Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ederson hält, Ball noch im Spiel. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Wir sehen den Wechsel. Da hatten viele hier den Torschrei schon auf den Lippen, aber nee. Das war eine super Parade. Rodri. Da ist der Bräune. Bernardo. Rodri. Gut verteidigt. Mahrez. Jetzt vielleicht über Kevin de Bruyne. De Bruyne am Ball. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Ballverlust durch Bernardo. Da oben, der vorne den Ball. Weiter jetzt mit dem Ball. Jetzt hat er den Ball. De Bruyne jetzt am Ball. Jetzt der Schuss. Noch ein Tor. 3 Tore Führung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Drei Tore ist City nun vorne. Weiter geht's in diesem Spiel. Solanke. Philipp Billing. Da ist er alleine durch. Parade von Ederson. Gefahr noch nicht bereinigt. Erstmal keine Gefahr mehr. Haaland. Grealish. Sie holen sich den Ballbesitz. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Jetzt will er es mit allen aufnehmen, hat man das Gefühl. Er zieht den Sprint an. Bernardo Silva. Grealish. Da ist er da und hat die Flanke. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Kevin De Bruyne. Haaland. Ball erneut bei De Bruyne. Das war eng, aber er hat ihn. Sehr gut gemacht vom Torhüter. So, jetzt die kurze Variante. Gehalten, da zeigt er sein Können. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Egal was noch kommt, der Sieg von City steht ja eigentlich fest. Es ist eine klasse Partie, ein verdientes Resultat, ein verdienter Sieg. Ah, den bringen sie über die Runde. Kein Problem, ganz sicher. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Kyle Walker. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Oh, das könnte was werden.
Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung. Also das Ding ist durch. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Jefferson Lerma. Philipp Billing. Solenki. Er zieht vorbei. Macht er ihn. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Da kommt der Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel hier beendet. Manchester City holt sich den Sieg. Klarer Sieg also. Ein Tor schöner als das andere. Und genau so kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinge auch. Eiskalt, routiniert, souverän. Das ist großartig.